Hallo und herzlich willkommen zu Graveview Nummer 28 hier auf Grom Entertainment und ich möchte euch heute meinen Eindruck zur Age of Empires 4 Beta geben. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, es ist wirklich ein Ersteindruck, ein grober, denn diese Beta lief von Freitag bis heute Sonntag, ihr werdet es am Montag sehen, aber ich konnte es nur am Sonntag spielen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich nur ein paar Stündchen das Game gespielt, konnte mir jetzt nicht jede Besonderheit von jedem Volk genau unter die Lupe nehmen und da Balance abwägen und so weiter und so fort. Ja, es ist wirklich einfach mein Eindruck von Age of Empires 4 in dem Zustand, wie es jetzt gerade uns präsentiert wurde. Im Zuge des Technical Stress Tests haben sie es ja genannt. Deswegen wundert euch auch nicht, warum die ganze Zeit Technical Stress Test über die Map schwebt. Es war eben eine Beta, die auch als Funktionstest der Online-Modi genutzt wurde. Ja, ganz kurz zu Beginn vielleicht meine Erfahrung mit Age of Empires, weil ich glaube, bei Age ist es immer relativ wichtig, weil es ja wirklich Leute gibt, die Age of Empires 2 bis heute leidenschaftlich und ja fast schon als Pro-Gamer zocken, dann die, die es damals gespielt haben und jetzt aus Nostalgie vielleicht wieder reingucken und dann eben die, die neu zu Age of Empires dazukommen. Ich persönlich bin da eher so der Nostalgiker. Ich habe Age of Empires 2 als Kind und als Jugendlicher wirklich geliebt und richtig, richtig viel gespielt. Allerdings damals immer nur gegen die KI. Ich war damals noch nicht wirklich jemand, der online viel unterwegs war. Aber ich habe es auch bestimmt 15 Jahre oder so nicht gespielt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Age of Empires 2 über 15 Jahre nicht gezockt habe. Bis auf eine Viertelpartie vor 2 Jahren oder so mal oder vor einem Jahr mit der Definitive Edition, wo ich halt mal wieder reingucken wollte, dann irgendwie doch nicht so Lust drauf hatte und dann mitten in der Partie schon wieder abgebrochen habe. Aber dass ich Age das letzte Mal richtig gespielt habe, war vor über 15 Jahren. Definitiv. Dementsprechend habe ich jetzt hier dieses Age of Empires 4, was ja in vielen Belangen Age of Empires 2 sehr, sehr ähneln soll, sehr aus einer nostalgischen Sicht gesehen und vor allem aber auch drauf geschaut, wie funktioniert, also wie modern ist dieses Game denn heute? Funktioniert es heute als Strategiespiel? Ich mag Strategiespiele sehr gern und deswegen hoffe ich auch irgendwie, dass das hier ein Erfolg wird, weil ja, das dann eben Publishern zeigen könnte, hey, in Strategiespielen steckt noch eine Zukunft drin. Und ja, ob das gelingen kann oder nicht, werde ich euch jetzt verraten. Bevor ich zum Gameplay komme, was finde ich bei so RTS-Games immer das mit Abstand Wichtigste ist, will ich erstmal ein, zwei Sachen abhaken, die vorher geklärt werden müssen. Und da gehen wir mal zuerst auf die Optik des Ganzen ein. Ich persönlich mag die Optik sehr gerne von Age of Empires 4. Das Spiel kriegt ja im Moment viel auf den Sack für seine Optik, weil viele finden, es sieht sehr outdated aus, also nicht wirklich hübsch. Und viele sich eben an den bunten, knalligen Farben stören vom Spiel. Das persönlich empfinde ich als etwas total Gutes, aus zwei Gründen, nämlich dass zum einen auch Age of Empires 2 kein düsteres, dreckiges Spiel war. Auch Age of Empires 2 war ziemlich bunt von seiner Farbpalette her. Und ich finde, das hat einen sehr, sehr schönen Stil und ja, sieht einfach optisch ansprechend aus meiner Sicht. Und diese bunten, knalligen Farben machen das Ganze auch sehr gut lesbar. Also das heißt, ich habe keine Übersichtsprobleme in diesem Spiel. Das war jetzt zum Beispiel was Warcraft 3 Reforged in der neuen Grafik extrem hatte. Dass, obwohl es bunt war, aber weil die Optik halt so komisch gewählt war von den Farben her, hatte man ständig Übersichtsprobleme. Hier hatte ich zu keiner Sekunde das Problem, dass ich meine Einheiten nicht vom Gegner auseinanderhalten konnte, nicht gesehen habe, wo was ist und so weiter. Also ich finde wirklich, das Game sieht sehr, sehr schön aus, ist gut lesbar und rein grafisch ist es kein Meilenstein. Ja, also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man da sitzt und denkt, boah, was für eine Optik. Aber ich persönlich finde es sehr hübsch anzusehen. Ich persönlich fände es schön, wenn man noch ein bisschen weiter rauszoomen könnte. Das ist das Einzige, was ich bei der Lesbarkeit nicht so schön finde. In der Beta, die die Journalisten damals gesehen haben, war ja die Grafik wohl noch näher dran, die Kamera noch näher dran. Und jetzt kann man die Kamera schon ein bisschen weiter rausziehen, aber ich finde immer noch nicht weit genug. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass man noch ein bisschen weiter rauszoomen kann, um noch mehr Übersicht zu haben. Und ja, das ist so mein einziger Kritikpunkt an dem Aspekt. Die Gebäude bei den einzelnen Völkern sehen auch wirklich sehr unterschiedlich aus. Das heißt, man erkennt auf den ersten Blick, wer welches Volk spielt. Und ja, es hat einfach so einen eigenen Charme. Man hat halt wirklich das Gefühl, man baut jetzt hier gerade eine chinesische Stadt auf oder eine Stadt des Heiligen Römischen Reiches. Und es sieht nicht alles gleich aus. Das ist nicht alles so ein Einheitsbrei.
Und dann ist da noch dieses eine optische Element, was, glaube ich, so ein Hit-or-Miss-Ding ist für viele. Denn Age of Empires 4 wählt ja diesen Ansatz von der Geschichte her, von der Story her, in den Kampagnen, dass ja, wir aus unserer jetzigen Zeit die Geschichte erleben und dass deswegen alles immer mit so goldenen Arbeitern und so dargestellt wird. Also ja, dass quasi jetzt wie in so einem Dokumentarfilm dargestellt wird, wie das damals war. Ich persönlich mag das sehr, sehr gerne, weil sie eben, wenn man mit einem Dorfbewohner auf so ein Haus baut, dann sieht man halt noch so goldene Silhouetten, die da auch dran rumbauen, um eben darzustellen, dass so ein Haus ja nicht nur von einem Menschen gebaut wurde, sondern von mehreren. Ich glaube, vielen gefällt es nicht, also dass auch die Wegpunkte immer diese goldene Farbe haben und so. Ich persönlich finde es sehr schick, auch wenn es mich auf den ersten Blick auch damals gestört hat. Mittlerweile, wo ich es jetzt im Game gesehen habe, finde ich es tatsächlich sehr, sehr schick. Das Sounddesign vom Spiel ist, finde ich, auch ziemlich gut. Also erstmal ist es sehr, sehr nostalgisch, weil sie wirklich sehr, sehr viele Sounds auf Age of Empires 2 eigentlich nahezu gleich übernommen haben. Also zum Beispiel, wenn ein Dorfbewohner spawnt, dieser Sound, dieses das ist exakt gleich, die Glocke vom Dorfzentrum und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, ein Kritikpunkt, den ich sehr nachvollziehen kann, ist, dass Leute, die das ein bisschen professioneller spielen, ich habe zum Beispiel bei Bonjour mal reingeguckt, dass die von dieser Glocke tödlich genervt sind, weil sie das Dorfzentrum halt andauernd andrücken und die ganze Zeit düdün kommt. Das kann ich nachvollziehen, aber die Sounds sind an sich sehr, sehr nostalgisch und man erkennt viele davon einfach sehr, sehr gut wieder. Und sie sind auch sehr eindeutig. Das heißt, man kann alleine an so bestimmten Soundhinweisen ablesen, was gerade passiert. Also auch wenn ich irgendwo anders auf der Map bin, höre ich dann einen Sound und weiß, aha, diese Einheit ist gerade fertig geworden oder so. Und das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. So ein Marktplatz wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Oder kann ich da nur mit dir handeln? Man weiß es nicht. Etwas auf den technischen Aspekt, was ich zwiegespalten sehe, ist, dass ich das Interface durchwachsen finde, also die UI. Die Ressourcen und wie viele Einheiten man gerade in der Armee hat, von welchen Truppen und so weiter, das alles finde ich sehr, sehr gut gestaltet. Das ist nämlich sehr leicht erkennbar und sehr schnell ablesbar am unteren linken Bildschirmrand zu sehen. Da hat man dann seine Ressourcen, man hat sein Supply, also wie viel Bevölkerung man hat, wie viel man noch haben kann, sieht man dort. Und eben auch die Einheiten dann darüber. Da sieht man dann, du hast 20 Reiter, du hast 15 Bogenschützen und so weiter und kannst die dann da eben auch anwählen und dann darüber sehr schnell Zugriff und Übersicht über deine Ressourcen und über deine Einheiten bekommen. Das finde ich persönlich sehr gelungen und auch generell, ja, ist, nachdem man sich kurz eingewöhnt hat, ist der Bildschirm, über den man seine Gebäude auswählt, seine Einheiten baut und so weiter, ist, finde ich, relativ übersichtlich gestaltet, sodass man auf alles auch ohne Hotkeys schnell Zugriff bekommt. Aber die Hotkeys gibt es natürlich auch. Die sind auch jederzeit eingeblendet, sodass man sie jederzeit sieht. Und ja, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Was ich dann etwas komisch finde, ist, dass die Siegbedingungen zumindest im Moment noch wirklich riesig groß oben links im Bildschirm eingeblendet werden. Also die nehmen dann, keine Ahnung, so ein Achtel vom Bildschirm oben geht alleine weg, weil da die Siegbedingungen stehen, wo man denkt, ey, die kann man auch klein einblenden. Und dann weiß man trotzdem, was Sache ist. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ich gehe aber ganz fest davon aus, dass das jetzt für die Beta so war. Ich glaube nicht, dass das das finale Design ist und dass man es natürlich auch ausschalten können wird. Aber das finde ich halt ein bisschen komisch. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass nicht jederzeit angezeigt wird, was wo gerade gebaut wird. Weil in Age of Empires 2 war es ja wirklich so, dass man sich anzeigen lassen konnte, welche Einheiten man gerade alle oben im Bau hat. Das hat man dann oben gesehen. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Und das finde ich, ist eine Kleinigkeit, aber trotzdem ein bisschen schade. Und damit kommen wir aber zum Gameplay und zu dem, was damit am wichtigsten bei so einem Game ist. Eine ganz kurze kleine Anmerkung meinerseits. Ich wollte, weil ich Age so lange nicht gespielt habe, wollte ich tatsächlich das Tutorial spielen. Und das war wirklich, das war quälend langsam. Ich hoffe, dass das in der Kampagne, wenn das hier ein Eindruck ist, dass das in der Kampagne später nicht so ist. Weil es war zum Beispiel so, dann kam hier, baue 50 Nahrung ab. Und dann habe ich das gemacht. Und dann passierte so 10, 15 Sekunden nichts. Und dann hat das Ziel erst aktualisiert. Und das war jedes einzelne Mal so, dass ich dachte, ja, habe ich gemacht. Und jetzt?
Ich hoffe, dass das in den eigentlichen Kampagnen von Age of Empires 4 dann alles schneller und dynamischer ist, dass sie es jetzt nur fürs Tutorial so langsam gemacht haben. Das sei aber nur ganz kurz erwähnt. Ich habe es wirklich angefangen und nach 10 Minuten habe ich das Tutorial wieder beendet, weil es so quälend langsam und träge war, dass ich keinen Bock mehr hatte und bin dann direkt in den Multiplayer. Etwas, das mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, man konnte in diesem Multiplayer, in dieser Beta, konnte man 4 der, ich glaube, insgesamt 8 Völker, die es dann am Ende sind, konnte man hier spielen. Das war zum einen die Engländer, die Chinesen, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation und die Abbasiden-Dynastie. Ich hoffe, das heißt so. Und was mir wirklich gefallen hat, ist, dass diese Völker wirklich sich unterschiedlich anfühlen und unterschiedlich spielen und dass sie wirklich Besonderheiten haben. Ne? Weil Age of Empires 2, zumindest aus meiner Erinnerung heraus, war es ja wirklich so, dass sich jedes Volk ziemlich gleich gespielt hat und dann hatte es eben seine paar kleinen Besonderheiten, die es dann ausgemacht haben. Und hier hat man wirklich das Gefühl, dass die unterschiedlichen Völker auch wirklich unterschiedliche Spielstile hervorbringen. Denn sie haben so in der Quersumme, haben sie wirklich, also sie haben gleiche Einheiten alle, also sie können alle Schwerträger bauen, sie können alle Bogenschützen bauen und so weiter und so fort. Aber sie haben eben auch eigene Militäreinheiten und Wirtschaftseinheiten, das finde ich auch sehr spannend. Es gibt jetzt so Wirtschaftseinheiten, zum Beispiel China kann Steuereintreiber bauen, die dann rumrennen und bei den Gebäuden Steuern einholen und damit dein Goldeinkommen erweitern. Oder das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das kann, kann Einheiten bauen, die dann deine die den Ressourcenabbau deiner Einheiten buffen und so weiter. Das finde ich ziemlich cool. Und sie haben natürlich auch eigene Militäreinheiten. Also zum Beispiel das Heilige Römische Reich hat dann eben die Landsknechte als schwer gepanzerte Infanterie. Und sie haben eben auch teilweise so Vorversionen von ihren Einheiten. Also zum Beispiel kann man vor den Landsknechten, die man erst im Ritter in der Ritterzeit bauen kann, kann man auch die frühen Landsknechte bauen, die dann eben schon dieselbe Einheit sind, aber in schwächer, womit du aber viel, viel früher agieren kannst und auch in der Feudalzeit schon wirklich aktiv Krieg führen kannst. Und das ist ziemlich cool. Und alle dieser Nationen haben auch noch Besonderheiten beim Zeitalteraufstieg. Denn der Zeitalteraufstieg funktioniert in Age jetzt ja so, dass man nicht mehr Ressourcen sammelt und dann drückt man einfach auf den Button, ich will aufsteigen auf dem Dorfzentrum, sondern man baut jetzt Gebäude dafür. Man muss Wahrzeichen bauen, um aufzusteigen. Und da gibt es mehrere interessante Mechaniken. Unter anderem kann man sich bei 3 von den 4 Völkern zwischen zwei verschiedenen Wahrzeichen entscheiden, die man baut, die einem dann wieder bestimmte Boni geben. Also sie können zum Beispiel als Befestigungsanlage dienen und dort auch Belagerungseinheiten bauen. Oder du kannst sagen, ich möchte dadurch mehr Reichweite haben und mehr Ressourcen in dem Bereich abbauen. Jetzt nur so als Beispiel. Und du kannst dich halt immer entscheiden, mit welchem Wahrzeichen und mit welchem Boni möchte ich in die nächste Zeit aufsteigen. Und dann baut man dieses Wahrzeichen und steigt darauf in die nächste ins nächste Zeitalter auf. Und ich persönlich habe mit den Chinesen, dem Heiligen Römischen Reich und der Abbasiden-Dynastie gespielt. Und da habe ich dann festgestellt, dass auch bei diesen Zeitalteraufstiegen es Unterschiede gibt. Denn die Chinesen haben zum Beispiel die Besonderheit, dass sie immer beide Zeitaltergebäude bauen können. Das heißt, die müssen sich nicht entscheiden, sondern die können halt beide Zeitaltergebäude bauen und sich damit beide Boni einstreichen und darüber dann auch noch Dynastien freischalten, sodass sie darüber auch wieder weitere Boni bekommen. Das ist aber dann auch wieder eine spielerische Entscheidung, denn es reicht, wenn man eines dieser beiden Gebäude baut, um aufzusteigen. Und dann kann man sich überlegen, ey, will ich jetzt schnell vorankommen, schnell Militär bauen und so weiter, oder möchte ich die Ressourcen sammeln, um beide Gebäude zu bauen und dann eben mir darüber weitere Boni freizuschalten, die mich dann wieder weiterbringen. Und sie haben dann eben noch diese Steuereintreiber und so weiter. Also da merkt man schon, China hat da, was die Zeit angeht, eine ganz eigene Mechanik. Das Heilige Römische Reich hingegen setzt wieder sehr auf schwere Infanterieeinheiten. Es kann eben diese Einheiten bauen, die den Ressourcenabbau steigern. Es kriegt Buffs dadurch, wenn man alle Gebäude in einem Einflussbereich, den man hat, baut und den immer weiter erweitert, sodass die sich dann gegenseitig stärken. Und die Abbasiden, die ich auch gespielt habe, setzen eben auf Kamelreiter und sehr auf diese Hit-and-Run-Taktiken. Also, dass man wirklich mit seinen Kamelreitern irgendwo reinstößt und ablenkt, dann mit den Kamelreiter-Bogenschützen kommt und ein paar Dorfbewohner wegsnackt und dann wieder wegrennt. Und die haben auch wieder eine eigene Zeitaltermechanik, denn die steigen über das sogenannte
Haus der Weisheit auf. Das ist also ein Wahrzeichen, was man baut. Und in diesem Wahrzeichen kann man dann Flügel errichten, indem man sich entscheiden kann, soll es der Militärflügel sein, der Wirtschaftsflügel und so weiter. Und darüber kann man dann entscheiden, in welcher Reihenfolge man welche Boni auswählt. Und darüber steigt man dann auf. Und ja, das hat den Vorteil, dass man relativ flexibel spielen kann und sich in eine bestimmte Richtung entwickeln kann. Es hat den Nachteil, dass die aber eben auch nur ein Wahrzeichen haben und dass zumindest in der Theorie, so wie ich es verstehe, wenn dieses eine Wahrzeichen zerstört wird, dann hast du einfach verloren. Und das ist halt ein krasser Nachteil. Und mit diesem Haus der Weisheit hat es dann auch noch eine Sondermechanik, dass man daneben Gebäude bauen kann. Und je mehr Gebäude neben diesem Wahrzeichen stehen, desto mehr Wirtschaftsbuffs kriegt man dann in dem Einflussgebiet auch wieder. Und so weiter und so fort. Also ihr hört wirklich, die Völker haben wirklich Besonderheiten, sie spielen sich wirklich anders. Und ich glaube, es wird wirklich so ein Fall sein, wenn man das im Multiplayer spielen möchte und kompetitiv spielen möchte, dass man dann wirklich sich irgendwann ein Volk aussuchen wird müssen und das wirklich lernen, damit man damit wirklich gut ist. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass es eben jetzt wirklich dann 8 verschiedene Völker sein werden und nicht Reskins mit ein paar Besonderheiten von immer demselben. Was ich fraglich finde, ist, dass selbst das Game sagt, die Völker sind unterschiedlich schwer. Also sagen dann zum Beispiel, die Engländer sind leicht, die haben einen von 3 Sternen, aber Sieben und Heiliges Römisches Reich haben 2 und die Chinesen haben 3, glaube ich. Ja. Also es das heißt, selbst das Game sagt, die Völker sind nicht balanced, sondern sie sind unterschiedlich schwer. Und das finde ich sehr interessant, weil generell kann man sich natürlich fragen, wenn die Völker so unterschiedlich sind, die Balance bei 8 Völkern im fertigen Spiel wird sehr, sehr interessant werden, weil sie, wie gesagt, alle diese gewisse Quersumme an gleichen Sachen haben, aber sich dann eben auch sehr unterschiedlich spielen. Zum Beispiel weiß man auch schon, dass die Mongolen zum Beispiel die Fähigkeit haben werden, ihre Base einfach abzubauen und woanders hinzufahren, wie die Terraner in StarCraft 2 zum Beispiel. Und das wird, also von der Balance her, wird dieses Game sehr, sehr interessant werden und ich glaube auch zu Beginn ein absoluter Albtraum. Also ich glaube, es wird sich sehr schnell Meta und bestimmte Völker rauskristallisieren, die einfach overpowered sind. Und ja, das wird halt spannend und dass das den Entwicklern bewusst ist und sie sogar selber sagen, die Völker sind unterschiedlich schwer zu spielen, das finde ich halt persönlich sehr, sehr interessant. Ja, die Völker haben dann auch noch eigene Spezialgebäude jeweils, die dann zum Beispiel andere effektiver ersetzen. Zum Beispiel gibt es dann halt ein Gebäude, was dann als Schmiede fungiert, aber das halt schneller erforscht und so weiter und so fort. Und ja, die Wahrzeichen geben auch immer noch Boni. Und ja, da hat man wirklich eine schöne Vielfalt in den Völkern. Es wird halt vom Balancing her sehr interessant. Vom eigentlichen Gameplay her fühlt es sich wirklich an wie Age of Empires 2 in schnell. Weil das Ganze ist deutlich schneller als in Age of Empires 4. Ne? Also man hat viel schneller Zugriff auf wirkliche Militäreinheiten. Gerade mit bestimmten Völkern kann man eben sehr schnell auf Militär gehen. Aber auch generell ist der Aufstieg kann sehr, sehr schnell gehen, wenn man es forciert. Und man kann sehr viel schneller agieren. Und dadurch ja, verhindert man, dass wie in Age of Empires 2 es zu diesen 20 Minuten oder so am Anfang des Games kommt, in denen einfach alles immer gleich verläuft. Man sammelt seine Schafe, man holt sein Gold, man holt sein Holz, man steigt auf und dann geht es so langsam los mit dem Game. Sondern hier ja, ist das immer noch drin, aber das Ganze ist sehr viel schneller und ermöglicht einem eben auch verschiedene Strategien, weil man sagen kann, ey, ich versuche erstmal meine Wirtschaft aufzubauen und das Nötigste an Militär nur zu bauen. Man kann sagen, ich rushe direkt auf Militäreinheiten, man kann sehr auf Makro gehen und zum Beispiel mit den Chinesen eben immer beide Wahrzeichen bauen, um viele Boni zu kriegen, ist dann aber natürlich von den Militäreinheiten her deutlich im Hintertreffen und muss das irgendwie ausgleichen. Also das Ganze ist sehr viel schneller und agiler als früher. Und die Essenz von Age of Empires ist aber auf jeden Fall noch komplett da. Ne? Mit dem Holz, Nahrung, Gold, Steinabbau, einem großen Fokus trotzdem immer noch auf dem Makromanagement. Also, dass es eben so natürlich darum geht, die Einheiten zu verwalten, aber eben auch sehr darum, dass man seine Base aufbaut, überlegt, wo, baue ich eine Mauer oder baue ich keine Mauer. Dass man eben Ressourcen hat, die relativ schnell auch ausgehen und man sich immer darum kümmern muss, neue Ressourcen auf der Map zu erschließen, damit man eben weiter produzieren kann. Und das Ganze fühlt sich sehr vertraut an, aber angenehm modernisiert. Mein bisher größter Punkt, bei dem ich Zweifel habe, ob eine Langzeitmotivation sich einstellen kann, ist,
dass sich die Völker zwar sehr unterschiedlich spielen, aber dass die Einheitenvielfalt relativ gering ist. Und ich weiß gar nicht, also aus meiner Erinnerung heraus, konnte man in Age of Empires 2 sehr viel mehr bauen und hatte sehr viel Möglichkeiten als hier. Denn hier hat man eben seine Militärgebäude, also es sind halt die Kaserne, Schießstand, Stall und dann eben die Belagerungsstätte oder das alternative Gebäude dazu. Und in jedem davon kann man im Verlauf des Games so drei, vier Einheiten bauen, die für jedes Volk auch recht gleich funktionieren. Also die, die bei allen gleich sind, natürlich sowieso, aber auch die Spezialeinheiten erfüllen halt im Prinzip oft Aufgaben in Stärker, die andere Einheiten eben auch übernehmen können. Aber da gibt es eben dann schon Besonderheiten wie Kamelreiter und sowas, die eben schon sehr besonders sind. Und was ein Unterschied ist zu Age of Empires 2, ist ja so, da hattest du am Anfang die Reiter, die konntest du dann upgraden zu Rittern und dann zu Paladinen und so weiter. Und das war halt bei jeder Einheit so, dass du Speerkämpfer hattest, die wurden zu Pikenieren und so weiter und so fort. Und hier ist es so, und es ist ja im Prinzip nur eine Proforma-Sache, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem komisch an. Hier ist es so, dass man nicht, wenn man Bogenschützen hat, dann erforscht, dass die zu Armbrustschützen werden und so weiter, sondern die bleiben dann das ganze Game über Bogenschützen und man erforscht einfach nur, dass die jetzt Veteranbogenschützen und dann Elitebogenschützen werden. Und das ist mit jeder Einheit so. Das heißt, du upgradest keine Einheit zu einer neuen Klasse, sondern du erforscht einfach nur Beförderungen für sie und man spielt aber im Prinzip das gesamte Game über mit denselben Einheiten, bis auf die paar, die halt hinter Zeitalterbedingungen verborgen sind. Und da habe ich gemerkt, dass mich das schon in diesen kurzen Stunden, die wir jetzt gespielt haben, gestört hat, weil ich das Gefühl hatte, also viel Auswahl, wie ich agieren möchte und wie ich kämpfen möchte, habe ich hier nicht. Also es geht wirklich nur um Komposition, wie viel Fernkampf, wie viel Nahkampf, wie viel Kavallerie und so weiter ich baue. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich großartig die Möglichkeit habe, mir eine Army Composition zusammenzustellen. Und das ist halt ein großer Unterschied zum Beispiel zu einem Warcraft, zu einem Starcraft und so weiter. Und es kann sein, dass ich das aus Age of Empires 2 einfach verkläre. Das will ich nicht verleugnen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass ich da schon irgendwie mehr also mehr unterschiedliche Möglichkeiten hatte, meine Armee zusammenzustellen. Und ja, das reißen die Spezialeinheiten für mich nicht so richtig raus. Und vor allem dieser Aspekt, dass man die eben nur befördert, aber nicht upgradet und im Prinzip das ganze Spiel mit denselben Einheiten durch die Gegend rennt, das finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Und da bin ich gespannt, ob das Spiel da genug Vielfalt reinbringen kann, dass das auch langfristig interessant bleibt. Die Siegbedingungen sind wahrscheinlich Geschmackssache. Also jetzt hier im Spiel war der Modi der, dass man eben mit mehreren Möglichkeiten im selben Game gewinnen konnte. Das heißt, wenn du ein Spiel startest, hast du drei Möglichkeiten zu gewinnen. Nämlich, indem du die drei heiligen Stätten auf der Map einnimmst. Der Gegner sieht aber auch jedes Mal, wenn man, also heilige Stätten hat man jetzt nicht, aber zum Beispiel, gleich, nochmal. Also man kann heilige Stätten einnehmen, die in der Mitte der Map sind, also für beide Spieler genau gleich schnell zu erreichen. Man kann die Wahrzeichen des Gegners zerstören, also diese Zeitaltergebäude. Da, wie gesagt, die Frage, was ist dann bei den Abbasiden? Verlieren die wirklich, wenn sie ein Gebäude verlieren, weil sie eben nur dieses eine Zeitaltergebäude haben? Oder muss man das dann einfach mehrmals bauen? Wie ist das dann? Also das fand ich sehr, sehr interessant. Oder indem man ein Weltwunder errichtet und hält. Und beim Weltwunder ist es zum Beispiel so, sobald das Weltwunder errichtet ist, sieht der gegnerische Spieler aber auch, dass dieses Weltwunder steht. Und dass er jetzt nur noch eine bestimmte Zeit hat, um dieses Weltwunder zu vernichten, sonst hat der Gegner verloren. Und ich gehe bei den heiligen Städten davon aus, deswegen bin ich vorhin so gestammelt, dass das bei denen auch so sein wird, dass man sieht, wie weit der Gegner da ist und man nicht einfach verliert. Und ja, es gibt bisher zumindest scheinbar nicht den Modus, einfach zu gewinnen, was in Age aber natürlich auch sehr frustrierend sein kann, weil der Gegner einfach überall irgendwelche Gebäude hinbaut, sodass man ihn nicht vernichten kann. Von daher machen diese Siegbedingungen, denke ich, Sinn. Und es gibt auch noch einen King of the Hill-Modus im Spiel, den habe ich aber nicht ausprobiert. Ja, und da bin ich gespannt, ob man dann im finalen Spiel sich aussuchen können wird, welche Siegbedingungen man haben möchte und welche nicht und so weiter. Und ja, aber so vom Grundsatz her finde ich das eigentlich ziemlich gut so. Und ja, dann muss ich sagen, was mir auch noch gefällt zu dieser Sache, ist die Map-Gestaltung an sich. Denn man konnte jetzt in dieser Beta zwischen fünf verschiedenen Maps auswählen, das ist also vier Maps und den King of the Hill-Modus, der eben ja, eine eigene Map hat.
Und ja, diese Maps sind eben ja, das Klassische wie Arabien, Schwarzwald und so weiter. Aber was ich cool finde, ist, man kann diesen Maps auch Biome zuordnen. Das heißt, du kannst auch sagen, ey, ich hätte gern die Map Arabien, aber sie soll quasi winterlich sein und dann schneit es da eben. Oder sie soll den Look von einer bunten grünen Region im Sommer haben. Tiger, glaube ich, die Tiger-Region. Und dadurch kannst du halt den Maps einen unterschiedlichen Anstrich verpassen und das finde ich persönlich irgendwie ziemlich cool. Und die Maps an sich haben mir auch ziemlich gut gefallen bisher. Und ja, genug Ressourcen geboten, genug Freiraum geboten und so weiter und so fort. Und das, ja, gefällt mir. Ihr hört also, ich bin im Großen und Ganzen, ach so, und was ich auch noch gut finde als Neuerung ist, dass man jetzt nicht mehr Gebäude benutzen kann, um damit seine Stadt abzuwallen. Es war ja früher sehr beliebt, dass man einfach mit Häusern eine Mauer gebaut hat, sodass der Gegner da nicht durch konnte. Sondern jetzt ist wirklich so, wenn du Häuser direkt nebeneinander baust, ist da trotzdem ein Weg zwischen, wo Einheiten durch können. Das heißt, du kannst dem Gegner die Map sehr eng machen, sodass er da einzeln durchkommen muss, aber er kann durch. Und wenn du wirklich deine Stadt abmauern willst, dann musst du wirklich mauern und auf die Mauern können jetzt auch Einheiten drauf und das finde ich ist eine sinnvolle Neuerung. So, das sei noch kurz erwähnt. Ihr hört also, im Großen und Ganzen habe ich jetzt sehr, sehr viel sehr Positives genannt im Prinzip. Aber ich muss trotzdem sagen, so richtig geklickt hat es irgendwie nicht. Also wir haben vorhin halt die 2,5 Stunden, was es waren, gespielt und ich habe eben vorher das Tutorial nochmal ein bisschen gemacht und reingeschaut. Und danach dachte ich auch so, ja, reicht jetzt auch. Also irgendwie, und ich glaube, es lag wirklich sehr daran, dass an dieser Einheitenvielfalt, dass da nicht wirklich, auch die Einheiten haben halt nicht wirklich Besonderheiten, ne? Sie sind dann stark gegen Kavallerie oder gegen Gebäude oder was auch immer, also das klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip, aber sie haben halt im Gegensatz zu anderen Strategiespielen, sie haben nicht wirklich Besonderheiten, sie haben keine Spezialmanöver, die du einsetzen kannst oder sowas. Sondern es sind halt sehr klassisch einfach Schere, Stein, Papier-Einheiten. Und ich glaube, das war es im Wesentlichen, dass sie nach 3 Partien schon das Gefühl hatte, ja, hat sich jetzt trotz den 3 unterschiedlichen Völkern immer ziemlich gleich angefühlt. Und irgendwie, ich kann euch nicht sagen, woran genau es liegt, aber es hat nicht so richtig geklickt. Ich denke, ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Es wird ja auch im Game Pass sein, also man kann es dann sogar damit inbegriffen spielen. Aber ich bin gespannt, ob es mich lange halten können wird oder ob es wirklich mehr so ein ach ja, jetzt habe ich gerade mal nichts zu tun am Abend, spiele ich mal eine Runde Age wird. Ich glaube aber nicht, dass es ein Game wird, wo ich mich jetzt in den Multiplayer reinsteigern werde oder irgendwie sowas. Ja, und das sei dazu gesagt. Ja, das ist mein Eindruck zu Age of Empires 4. Er ist deutlich länger geworden, als ich gedacht hätte nach der kurzen Spielzeit. Aber ihr könnt mir ja verraten, wenn ihr die Beta gespielt haben solltet, wie es euch so gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, wenn ihr das Video geschaut habt, wenn ihr vielleicht einen Daumen nach oben geht, drüber nachdenkt, zu abonnieren und so weiter und so fort und mir eure Meinung in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton und ciao.